Was sind Kataklysmen? Kataklysmen sind Katastrophen, Zusammenbrüche des Systems, die uns immer wieder getroffen haben. Und die Sintflut, die in der Bibel beschrieben wird, ist kein metaphorisches Ereignis gewesen, sondern ein solcher Kataklysmus, ein solches Zusammenbrechen aller Systeme durch einen kosmischen Unfall, kann man sagen, in dem hier ein 10, 20, 80 Kilometer Durchmesser zählender Kometenbrocken mit einem irrsinnigen Tempo hier reinfällt bei uns oder drauf knallt und dann erstmal die Atmosphäre für 200 Jahre verdunkelt, sodass alle Tiere sterben, die größer sind als ein Eichhörnchen und nur noch ganz wenige überleben. Oder bei der Sintflutkatastrophe, die ja in der Bibel beschrieben wird, vielleicht jetzt nicht als wörtlich dort als Dokumentation zu nehmen ist, aber die deutlich sagt, dass ganz wenige Menschen diese Katastrophe überlebt haben. Und dass deshalb auch einiges dafür spricht, dass es schon vor der sogenannten dem sogenannten Beginn der Zivilisation vor, ja, wann wird der angesetzt, mit den Sumerern, ja, irgendwann, dass es schon weit vorher Zivilisationen gab. Platon ist ja eigentlich kein Geschichtenerzähler gewesen, sondern eher ein Historiker, der eben auch über Zeitereignisse geschrieben hat, beschreibt ja die Insel Atlantis im Atlantik, diesmal in zu seiner Zeit 500 vor Christus, dann schon lange vergangener Zeit gegeben hat. Und dann haben wir Zeugnisse später über hochstehende Zivilisationen, die aber anders gelebt haben. Zum Beispiel gibt es da die Ausgrabung so seit Ende der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts in Çatalhöyük in der Türkei, wo man eine große Stadt ausgegraben hat, die 4000 Jahre alt vermutlich ist. Und wo man sich gewundert hat, die hat ja gar keine Befestigungsanlagen. Und an jeder zweiten Ecke steht irgendwas wie ein Altar oder ein Tempel. Und die Gottheit, die diese Kulturen dort hatten, war die große Göttin. Das war eine weibliche Göttin. Das war eine Religion, die Götter noch nicht an den Himmel offenbar projiziert hatte, sondern die sie auf der Erde hatte. Es waren Vegetationsgeister oder Götter. Und diese Gesellschaften kannten offenbar keinen Krieg. Was meint ihr? Ist die Menschheit immer wieder ausgelöscht worden und steht der nächste Untergang bevor? Schreibt uns doch eure Meinung oder Anmerkungen hier in die Kommentarleiste. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Das gesamte Interview mit Matthias Bröckers gibt's ab jetzt exklusiv bei uns im EXO-Magazin. Nur für Freigeister. Infos dazu auf unserer Webseite. Und wenn ihr über neue Videos auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert doch einfach kostenlos unseren YouTube-Kanal. Bis dahin, tschüss!